Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie durch den heutigen Abend begleiten zu dürfen, der rund um 70 Minuten in Anspruch nehmen wird. Es ist sehr erfreulich, dass Nora Bossong wieder einmal nach Wien gefunden hat mit einem Roman, Schutzzone, der zu den meistbesprochenen Romanen in den letzten Wochen zählt. Er war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Nora Bossong ist bekannt dafür, dass sie keine Scheu hat, Politisches in Literarisches zu verwandeln oder, um es breiter zu sagen, Gesellschaftspolitisches mit Literatur in Verbindung zu bringen. Nora Bossong schreibt Essays, Lyrik und eben ist Prosa-Autorin und Schutzzone eben ist ihr neuer Roman, an dem sie, Nora Bossong, sehr lange gearbeitet haben. Im Zentrum dieses Romans steht die UNO. Und ich muss, habe ich Nora Bossong schon im Vorfeld gesagt, gestehen, als sie mir vor ein paar Wochen in Wien erzählt hat, ein paar Monaten, das jüngste Projekt drehe sich um die UNO, dachte ich, ein Roman über die UNO, wie soll das literarisch werden? Nora Bossong, was hat sie denn dazu bewogen, sich mit der UNO, mit den Vereinten Nationen, literarisch zu beschäftigen? Erstmal natürlich das Interesse an dieser Institution, an dieser größten Institution, die es weltweit gibt, dieser ja, politischen Arena, die jeder irgendwie aus dem Fernsehen kennt, die weit weg scheint. Mich hat interessiert, wie die Menschen dort sind, wenn man ein bisschen genauer reinschaut. Und tatsächlich hatte ich die Idee dazu, dass ich etwas dazu machen will, schon lange und habe mich umgeschaut, habe mich immer weiter damit beschäftigt, aber es geht ja so Schritt für Schritt und mit jedem Moment, in dem ich mich annäherte, es waren eigentlich eher die Figuren, die mich dann hingebracht haben und ein Schlüsselmoment war, glaube ich, tatsächlich dieser Zugriff über die Wahrheitskommission, was für mich ein dezidiert literarisches Moment auch ist. Also die Frage, wie nach schlimmen Konflikten in Ländern, die Gesellschaften wirklich auseinandergerissen haben, es möglich ist, diese Gesellschaften vor einer erneuten Gewaltspirale zu bewahren. Und das bedeutet, überhaupt erstmal Menschen zum Sprechen zu bringen oder sprechen zu lassen, also Geschichten anzuhören, die Wahrheit, die es vielleicht so nicht gibt, aber die verschiedenen Wahrheiten hörbar zu machen. Und das ist, finde ich, etwas, wo sich internationale Konfliktarbeit mit einem sehr literarischen Gedanken verbindet. Und die Protagonistin des Romans ist genau damit beauftragt. Sie soll in Burundi, einem Land, was ähnlich wie Ruanda einen Genozid Anfang der 90er erlebte, dort im Jahr 2012 diese Wahrheitskommission voranbringen. Und ist dort von Genf kommt eingesetzt und man verfolgt ihrem Ringen auf institutioneller Ebene, aber eben auch der Frage, was kann eigentlich erzählen und was bedeutet es, wenn wir Dinge aussprechen, wenn wir Dinge umgehen, wie leben wir mit Lebenslügen auch und was bewirkt es, wenn wir Menschen und Dinge und auch Biografien zum Sprechen bringen. Nur zum Ablauf des Abends. Ich werde mit Nora Bossong zum Einstieg ein kleines Gespräch führen, das hiermit begonnen ist. Dann wird Nora Bossong einen Auszug aus dem Roman lesen, dann wird ein weiterer Gesprächsteil folgen, dann liest sie noch einen Abschnitt aus dem Roman und dann wird es noch ein abschließendes Gespräch geben. Nora Bossong, weil Sie jetzt die Wahrheit ins Spiel gebracht haben, der Roman ist ja in unterschiedliche Kapitel gegliedert. Und diese Kapitel tragen Titel. Ein Titel ist Wahrheit. Eine grundlegende Frage, welches Verhältnis hat denn das literarische Tun zu diesem Konzept Wahrheit im Gegensatz oder im Verhältnis zum Beispiel damit, was die UNO an Auftrag diesbezüglich hat? Das literarische Erzählen kann natürlich, begeht diesen Begriff Wahrheit sehr viel sanfter, sehr viel weiter auch. Es ist die Möglichkeit, sehr nah an Menschen ranzukommen und in Menschen hineinzuschauen. Es ist die Möglichkeit, auch mit
dem Umgehen von Wahrheit zu spielen. Also die Protagonistin beispielsweise ist nicht immer eine zuverlässige Erzählerin, dass sie spielt damit. Und gerade das Kapitel Wahrheit oder der Teil, der mit Wahrheit überschrieben ist, ist ja etwas, wo sie eigentlich rekapituliert, wie sie das Lügen kennengelernt hat. Also es beginnt ganz, ganz zart eigentlich mit einem Bild, was als sie ein Kind war, über ihrem Kinderbett gehangen hat. Und 20 Jahre später findet sie dieses Bild wieder. Sie hat bis dahin gedacht, es sei so ein Porträt von ihr, was ihre Eltern mal haben anfertigen lassen. Und dann stellt sie fest, ist von Picasso gemalt, wird wahrscheinlich nicht sie sein. Und plötzlich bricht ihre Sicherheit. Das ist zwar nur ein ganz kleines Moment, es ist nichts Schlimmes, sie hat das ja auch nicht vorsätzlich irgendwie vor sich selbst falsch dargestellt. Es ist aber ein Moment, in dem ihre Sicherheit, was ihre Kindheit war und wie sie aussah, so ein bisschen ins Rutschen gerät. Und da merkt sie zum ersten Mal, wie diese Ebenen sich verschieben und wie diese Platten aufeinander krachen und aneinander sich reiben. Und ich glaube, dass literarisches Erzählen jenseits von der sehr schnellen Berichterstattung immer die Möglichkeit hat, zurückzutreten und dieses Wahrheitskonzept von allen Seiten zu beschauen und damit zu spielen, anders zu arbeiten und die Eindeutigkeit von Wahrheit, wie es Institutionen am Ende dann doch festlegen müssen, vielleicht zu unterwandern oder zumindest ist von Wahrheit ist ja auch immer eine Machtkonstante. Also wer sagen kann, was die Wahrheit ist, hat die Macht und wird die Macht dadurch auch weitertragen. Und das ist etwas, was Literatur, glaube ich, zurücknimmt und die Wahrheit eigentlich eher dem Leser überlässt und es dadurch öffnet diesen ganzen Begriff. Im Zentrum dieses Romans steht eine Frau namens Mira, mittleren Alters, die durchaus mit der Ambition auch getragen ist, dem sehr weit männlich ausgestatteten Personal der UNO auch Parole insofern zu bieten, als sie sagt, das Heldentum möchte sie nicht der männlichen Seite der UNO überlassen. Ist es in gewisser Weise, jetzt sehr platt natürlich, aber trotzdem als Frage, auch ein emanzipatorischer Gedanke im Rahmen dieses Romankonstrukts, dass es eben eine weibliche Figur sein sollte? Zumindest schien es mir sehr viel naheliegender, eine weibliche Figur durch diese Institutionen zu begleiten. Sie ist jemand, die zudem auch eigentlich als Quereinsteigerin reinkommt, also nicht aus so einer klassischen Karriere heraus sich dann an die UNO annähert und schon vielleicht aus einer Diplomatenfamilie kommt, sondern in ihrer Kindheit kurz in dieser großen Welt sich auffiehlt und dann über Umwege zur UNO zurückkehrt. Sie ist eine Person, die ziemlich ihren eigenen Weg geht und sich darin natürlich eben auch nichts sagen lässt. Also diese heldenhaften Gesten von Kollegen ein bisschen belächelt und sagt, naja, aber ist das denn wirklich heldenhaft oder ist es einfach nur die Fähigkeit, nicht gleich in Panik zu geraten und die Geschichten, mit denen man sich dann brüstet, vielleicht fallen die auch ein bisschen in sich zusammen. Und es ist schon auch die Frage, inwiefern Frauen und Männer sich doch noch in diesem Kontext anders verhalten können. Es gibt eine Passage, in der die Ehefrau eines Botschaftsangestellten am Swimmingpool völlig ausrast. Ich halte sie nicht mehr aus, ich bin hier die mitreisende Gattin und eigentlich sitze ich nur zu Hause rum und warte darauf, dass mein Ehemann zurückkommt und es gibt hier einfach nichts zu tun in diesem Land für mich. Und diese Konstellation gibt es natürlich bis heute häufiger als den mitreisenden Gatten, der Mira begleiten würde. Es ist auch nicht zufällig, dass sie die meiste Zeit allein ist und sich alleine durch diese ganze Welt durchschlagen muss. Und ich glaube, das zeigt nochmal die Härte dieses Lebens deutlicher.
Bevor wir den ersten Auszug hören, noch eine Frage, weil Sie jetzt die gelangweilten und in Depressionen schlitternden weiblichen Gefährtinnen der handelnden Männer ins Spiel bringen. Es ist ja auch nach meinem Dafürhalten ein Roman über das Zusammentreffen von massiven Privilegien, die natürlich auch innerhalb dieser Institution angesiedelt sind und von ihr ausgehen, und der Konfrontation dieser privilegierten Klasse mit Deklassierten aus diversesten Gründen, die durch unnachvollziehbare Katastrophen gegangen sind für jemanden, der so etwas nicht erlebt hat. Inwiefern war denn das ein Antriebsmotor, auch auf diesen Clash hin zu fokussieren? Ja, das ist natürlich eine der Hauptmotoren gewesen, warum ich diesen Roman dann immer weiter verfolgt habe, weil es natürlich auch die Frage stellt, ich höre halt immer wieder, was ich sehr erfreulich finde, dass wir in einer so friedlichen Zeit leben innerhalb von Europa. Und das Problem ist, diese Selbstbeschreibung kann natürlich nur stimmen, wenn der Blick Europa sehr klein sieht und nicht schaut, wo Europa auch involviert ist und wo die Grenzen von Europa fließend sind und wo die Konflikte sehr brutal werden. Und dieses Ausblenden bzw. dieses krasse Aufeinandertreffen von Wohlstandsgefällen, von Sicherheitsgefällen. Also was ist die Sicherheit eines UNO-Mitarbeiters, was ist die Sicherheit von der Person, die 500 Meter weiter wohnt? Was ist die Sicherheit von uns allen hier, die ist doch noch einigermaßen groß. Und die Partys, die beschrieben werden, in Bujumbura beispielsweise, wirken deswegen fast obszön, weil sie genau dort stattfinden. Weil wir wissen, das sind die Gated Communities, da sind da ist der Wachschutz und draußen ist die unbefestigte Straße und ein paar Straßen weiter sieht es wirklich schon sehr, sehr anders aus. Wenn man die gleiche Party beschreiben würde in Berlin-Mitte oder in Wien im ersten Bezirk oder sonst wo, dann hätte es nichts Obszönes mehr. Dann wäre es einfach eine Party, bei der sich Leute mit einem Glas Bier in der Hand amüsieren. Und diese krassen Gegensätze, die aber unsere Gegenwart natürlich beschreiben, die muss man beschreiben. Und die muss man auch deutlich machen, die muss man deutlich zeigen, weil sonst gibt es diesen Rückzug in eine sehr kleine Schutzzone, die einfach einen großen Teil der Realität ausblendet. Ich schlage vor, wir hören jetzt einen ersten Auszug aus dem Roman, damit Sie hören können, wie Nora Bosonc diese Institution literarisch lebendig macht. Gerne. Genf, Februar 2017. Das Beau Rivage hat 94 Zimmer und 15 Suiten. Durch die Fenster sieht man hinaus auf den Genfer See, in dem sich die große Welt spiegelt, die eben doch nur eine kleine Stadt am unteren Zipfel der Schweiz ist. Der Mittelpunkt Europas könnte in einer dieser Suiten liegen oder im Konferenzsaal, den sie an jenem Abend mit exotischen Blumen geschmückt hatten. Die Badewanne aus Zimmer 317, die nach Barschels Tod lange auf dem Speicher des Hauses gelagert hatte, war von einem Angestellten falsch beschriftet und versehentlich entsorgt worden. Sonst geschahen in diesem Haus selten Missgeschicke. Und als ich ein wenig zurückgewichen, von den anderen meinen Blick durch den Raum schweifen ließ, die in sich gekrümmten roten Blütenblätter neben der Bühne betrachtete und die Gesichter der schwarzen Zedernholzdiener, die dekorativ in den Ecken platziert waren und hier den Kolonialismus noch einmal in einer verzückten Dekadenz zeigten, heiter, fast überlegen wie Figuren eines Molière-Stücks, die wissen, dass die Zusammenhänge und Liebschaften und Herkünfte doch alle anders sind, als uns die Herrschenden glauben machen wollen, da hätte ich ebenso gut den Mann übersehen können. Zumindest versäumen, seinen Namen auf dem am Revers angehefteten Plastikschild zu lesen, der mir vertraut, fast intim vorkam und den ich dennoch für einen Moment nicht zuordnen konnte. Man müsse ja, man dürfe nichts beschönigen, beschwor Monsieur le Commissaire und zählte die bescheidenen Teilerfolge im Südsudan auf, nippte an seinem Wasserglas, ich ließ meinen Blick wieder auf den Mann neben dem spitz aufragenden Blumenschmuck fallen, registrierte seine hohen Augenbrauen, den dunklen Ausdruck seines Gesichts. Und da wusste ich, dass ich mit ihm, als er noch längere Haare und jungenhafte Gesichtszüge gehabt hatte,
einige Zeit lang jeden Tag am Mittagstisch zusammengesessen hatte. Man dürfe eben nicht vor dem zurückschrecken, was unmöglich erscheint, betonte Monsieur le Commissaire, während ich Milan noch immer anstarrte und er endlich meinen Blick erwiderte. Erst verwundert, aber schneller mich wieder erkennt, als es mir gelungen war. Und doch, hörte ich auf der Bühne Monsieur le Commissaire sagen, Milan lächelte dezent, und doch hätten wir einander vorbei, unbeschadet aus diesem Abend gehen können. Ich hätte gegen 11 Uhr ein wenig müde, ein wenig gleichgültig an meiner Haustür den Code eingegeben und kurz darauf, 3 Etagen höher, die Pumps von den Füßen gestreift. Vielleicht wäre irgendein Kollege noch wach gewesen. Vielleicht wäre er ans Telefon gegangen. Wenn ich heute an den Abend zurückdenke, sehe ich die spitz zulaufenden Strelitzien überall um mich herum, ihren Kelch wie ein Vogelschnabel vorgereckt, die Blüten als exzentrischer Kopfschmuck spitz aufragend, überall im Raum stehen sie in meiner Erinnerung, viel mehr, als es tatsächlich gewesen sein können. Ihren Namen hatten sie einst zu Ehren der Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz erhalten, wie ich Monate später las, als Milan wieder aus meinem Leben verschwunden war und ich ihn als Phantom zurückzuholen versuchte, um alles besser zu begreifen. Dabei hätte ich ihn lieber vertreiben sollen, denn Gespenstern sind wir unterlegen. Sie setzten sich über unsere kleinkarierte Vernunft hinweg und das Gespenst von Milan nahm herrisch in Beschlag, was noch da war von mir, als könnte er nichts gehen lassen, noch das nicht, was ihn nicht mehr interessierte. Milan hatte nur noch wenige Monate in Genf, ehe er im Herbst nach Den Haag gehen würde, wie er mir nicht unhöflich, aber doch so zurückhaltend erzählte, als wolle er darauf beharren, dass ich zwar mit seiner Vergangenheit, nicht aber mit seiner Zukunft zu tun hatte. Die Speditionsfirma war bestellt, seine Wohnung einem Kollegen aus Serbien versprochen und im Ariana-Park, dem hinter dem Palais des Nations gelegenen Garten, gab es 13 Pfauen. Doch niemand hatte bisher sagen können, welcher von ihnen der bösen Fee entsprach. Auch Mila nicht, obwohl er die Anekdoten über die Pfauen sammelte, wie seine Kollegen Statistiken. Und wenn er nicht an Sitzungen im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen teilnahm, spürte er diesen Vögeln nach, wie er mir erzählte, ihrem torkelnd stolzen Gang, beobachtete ihre starren Augen im glänzenden Gefieder. Wir standen etwas abseits am hintersten Fenster des Saals vor einem der dicken roten Samtvorhänge. Unsere Kollegen hatten sich auf die Jagd nach Lachsschnittchen und Couscousschälchen begeben. Sie, die am Mittag, vielleicht sogar am späten Nachmittag erst in der Kantine des Palais des Nations ein Sandwich oder in einem der Genfer Restaurants ein Cordon Bleu gegessen hatten, kämpften sich nun verbissen an die Nahrung heran in einer obszönen Mimikrie, als stünden sie vor einem Hilfskonvoi der UNO und die hochdekorierten Kellner geben nicht Porzellanschälchen und Servietten aus, sondern jene in blauer Zeltplane verschnürten Nahrungsmittelpakete, die über Gebieten abgeworfen werden, in denen Hungerkatastrophen aktenkundig geworden sind. Leicht vorgebeugt stand Mila neben mir, die Handteller zu einer Kuhle geformt, als hielte er unsichtbare Brotkrumen darin, mit denen er die Pfauen füttern würde, die auf den allein den UNO-Angestellten vorbehaltenen Parkwegen in mysteriöses Leben führten. Doch, doch, jeder der Pfauen habe einen eigenen Namen, erklärte Milan und trug sie mir so hochachtungsvoll vor, als flanierten dort im Garten die Könige, Kaiser und Diktatoren jener Länder, über die niemand je gesprochen hatte und die, stolz und unbeteiligt, ihre Schönheit spielen ließen, all jene übertrumpfend, die im Inneren des strahlenden, geraden Gebäudes verwaltet und vertreten wurden. Und als Milan sich näher zu mir neigte, mein Handgelenk streifte, zuckte ich zurück. So unerwartet, ja unangenehm, war mir diese beinahe zärtliche Berührung. Ob aus Müdigkeit oder auch doch aus lang zurückliegender Vertrautheit, lehnte er sich an die Säulen neben mir, seine Arme vor der Brust verschränkt. Es mag der exakte Winkel sein, der diese Geste souverän wirken lässt, eine überlegene Lässigkeit, wie ich sie von einigen Kollegen kannte und wie sie vielleicht auch die Kavaliere, die bei der Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz vorsprachen, beherrscht haben. Milan war lediglich 8 Jahre älter als ich, keine halbe Generation, und doch war er längst in einem geordneten Leben angekommen, mit seinem Posten im Menschenrechtsrat nach all den Jahren, die er im Westjordanland und in Mossul verbracht hatte, in Büros, die Luftschutzbunkern glichen, geordnet jetzt mit seiner Ehe, seinem Kind, was ihn dazu bewogen hatte, die Krisengebiete gegen Genf einzutauschen und nach Genf nun also die Niederlande, der Strafgerichtshof, seine Kündigung bei den Vereinten Nationen zum Ende des Sommers.
Dabei habe er seine Sehnsucht nach Kriegen nie ganz aufgegeben, sagte Milan und fügte hinzu, ich würde wohl genug über seine Arbeit wissen, um es nicht falsch zu verstehen. Er wünsche sich natürlich keine Kriege, nur wünsche er sich an die Orte, an denen diese Kriege ja dennoch stattfinden. Er halte es einfach schwer aus, hier am Schreibtisch die Berichte und Zahlen zu lesen und doch kaum etwas anderes tun zu können, als sie abzunicken und weiterzureichen. Strategieentwicklung, sagte er. Du weißt selbst, dass die Strategien schon vor Ort nicht funktionieren. Wie sollen sie von hier aus greifen? Mit einer eleganten Geste ließ der Kellner die Hotelservietten auf den Tresen flattern. Ein violetter Schriftzug, Beau Rivage, darüber breitete eine kleine Taube auf einer Säule ihre Schwingen aus. Im Nachhinein scheint es oft nicht mehr erkennbar, welcher Schritt zu welchem geführt hat, welche Geste zwingend auf eine andere gefolgt ist, an welchem Punkt man nicht mehr umkehren konnte, sondern sich nur noch der zwangsläufigen Choreografie unterwerfen. Aber ich bin mir heute sicher, dass es Milans Idee war, rüber an die Bar zu gehen, auch wenn ich es vorschlug. Ein Getränk noch oder musst du morgen früh raus, fragte ich und setzte hinzu. Wirst du zu Hause erwartet? Gleichgültig fast, mich interessierte seine Frau nicht, ich wollte lediglich nicht zu mir, wo ich zwischen den erdrückend weißen Wänden auf dem ebenso weißen Sofa sitzen und Zeitung lesen würde, bis ich müde genug wäre, um einzuschlafen. Zu viele Konflikte, zu viele Kosten, sagte Milan. Die Leute wollen ihr Geld lieber für andere Dinge ausgeben. Und wir sehen dabei zu, wie dieses schöne Projekt namens UNO zu Ende geht. Soll man auch Geduld haben oder sie verlieren? Fragte er und stieß sein Glas gegen meines. In Nikosia liegen die Sandsäcke seit 40 Jahren, sagte ich, aber sie schießen nicht mehr so oft, das ist doch was. Dass ich allein in einem für 2 Jahre angemieteten Apartment über einem indischen Supermarkt wohnte, erwähnte ich nicht. In Servette, 3 Stationen hinter dem Bahnhof, wo auch Menschen lebten, die nicht als Juristen oder Diplomaten bei der WTO oder der UNO arbeiteten. Ich erwähnte es nicht, weil es mir, wie schon in unserer Kindheit, vor Milan peinlich war, dieses unvollständige Leben zuzugeben, das besser einzurichten mir nicht geglückt war und das nicht einmal die Schönheit von traurigem Minimalismus trug, wie die Wohnung von jemandem, der keinen Sinn für Einrichtung hat, aber wenigstens versteht, das Provisorische von Kartons und Kisten zu bewahren. Vor den falschen Augen auf dem Pfauenrad, sagte Milan, als er mich durch das hallenartige Marmorfoyer zum Ausgang begleitete, müsste uns grauen, wie das sonst der Fall ist, wenn etwas Unbelebtes lebendig wirkt. Aber die Harmonie, das strahlende Königsblau, verwirrt uns eher. Diese Tiere haben viel besser als wir verstanden, dass wir durch Schönheit nur einschüchtern oder langweilen. Geltung erreichen wir durch Widerspruch. Nicht durch Dissens, sondern im Paradox, sagte er zum Abschied, küsste mich flüchtig auf die Wange, 3-mal, wie es in der Schweiz üblich ist. Die vom Regen nasse Straße glänzte im Scheinwerferlicht des Taxis auf und dann stand ich allein, blickte an der Fassade hinauf, an den Balkonen hingen Blumenkästen, Narzissen und Hyazinthen und um die Stadt zog sich das Juragebirge. Bei Bonn, Januar 1994. In meiner Kindheit hing über meinem Bett ein Bild, das einen in seiner weiten, mit gelben und blauen Rauten bedruckten Pumpkleidern verloren wirkenden Harlekin zeigte. Im Haus von Milans Eltern hing über meinem Bett kein Bild, sondern ein Fenster, es war in die Dachschräge eingelassen und zeigte in den Himmel, am unteren Rand wuchsen Baumspitzen in die Aussicht. Während der Trennung meiner Eltern war ich für einige Monate zu einer Freundin meines Vaters geschickt worden, auf dieses Grundstück abseits der Stadt, abseits von allem. Es würde mir gut tun, meinte er, oder wollte es zumindest meinen, wenn ich in einem Haus mit anderen Kindern wohnte, obwohl Milan der einzige Sohn war und im Übrigen nicht mehr Kind. Doch meine Eltern waren so sehr mit dem Streit um Habseligkeiten beschäftigt, die ihnen während der Ehe nicht das Geringste bedeutet hatten, dass keinem von beiden auffiel, dass ein Jugendlicher weniger als jeder andere etwas mit einer Drittklässlerin anfangen konnte und 8 Jahre für ein Kind ein ganzes Leben sind. Sie wollten mich von den Streitigkeiten fernhalten, als hätte ich sie nicht seit Jahren zwischen ihnen erlebt und die bedrückende Stille, wenn jeder seiner Wege ging. Sogar ich als Kind spürte, dass diese Wege nur gewählt wurden, um dem anderen möglichst weit zu entkommen. Und als es gar nicht mehr auszuhalten war zwischen ihnen, setzte mein Vater mich ins Auto. Ich roch sein Aftershave, als er sich in den Fond des Toyota beugte, den Sicherheitsgurt für mich schloss, was er nicht mehr getan hatte, seit ich in die Schule ging.
Wir fuhren an den grauen Nachkriegsbauten der Vororte vorbei. Ich sah den Umschlagbahnhof Eiffeltor vor dem Fenster, die grau gestrichene Kranbrücke, an denen die Haken still in der Dämmerung hingen. Kein Zug fuhr ein, nur die Geisterstadt aus gestapelten Containern ragte neben der Autobahn auf. Und wenig später bezog ich ein größeres Zimmer, eine größere Welt, als ich sie kannte. Und wenn sie auch am Rand einer Kleinstadt lag, schüchterte sie mich ein wie ein Dialekt, den ich nicht verstand, obwohl er doch eigentlich meine Muttersprache sein oder zumindest mit ihr zu tun haben sollte. Das Haus war auch kein Haus, sondern eine Villa, blass und erhaben, ein Gebäude wie aus einem Märchen, eher aus Tausend und einer Nacht als aus den Schauergeschichten der Grimms. Und Lucia, die Freundin meines Vaters, war eine aus einem 50er-Jahre-Werbeprospekt entflohene, strenge Schönheit, deren dunkles, aufgestecktes Haar ich mir offen nicht einmal vorzustellen wagte. Überhaupt stammte vieles hier aus einer anderen Zeit. Der Wald, in dem drei Ziegen und ein Reh wohnten, die strengen Tischmanieren, die Lucia und Milan mit geradem Rücken vorführten, das Mobiliar, cremeweiß das meiste, die kräftigen, geschwollenen Hände von Milans Großvater auf einem der Fotos an der Wand, auf das ich immer wieder sehen musste und mir vorstellte, dass er einmal, ehe er in dieses Haus gezogen war, handwerklich, vielleicht sogar bäuerisch gearbeitet haben musste. Was, wie ich ein Vierteljahrhundert später von Milan erfahren würde, nicht stimmte. Wir saßen an dem großen nussbraunen Esstisch, an dem ich unter keinen Umständen spielen durfte, wie mich die Haushälterin bereits ermahnt hatte, eine kleine, pummelige Person, die liebevoll wirkte und im nächsten Moment so frostig blicken konnte, dass ich erschrak. Das Holz sei so zu kostbar, hatte sie mir erklärt, ich fand es einfach nur unausstehlich dunkel. Darius saß mir gegenüber und knabberte Gurkenscheiben, was mich mehr als alles andere verwirrte. Bei uns zu Hause gab es zum Kuchen keine Gurken und keinen zu weichen, weißen Toast auf einer Tablettpyramide. Mein Vater nippte zurückhaltend an seinem Kaffee, blickte wie ein Schuljunge zu Darius, der von seinen Reisen erzählte, die ihn in die Schweiz, nach New York und bis in Länder brachten, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Es schien, als wäre Darius allein in den letzten Wochen häufiger verreist als meine Eltern während meines gesamten Lebens und viel weiter, als ich es bisher von irgendjemandem gehört hatte. Und während ich Darius leicht stockender Erzählung folgte, die er mit ausholenden Gesten untermalte, mit denen er sich doch nur weitere Gurkenscheiben vom Tablett pickte, sah mein Vater schweigend auf seine Fingernägel und ich verstand wohl damals schon, dass er bereits gegangen war. Er war gegangen, ohne mich mitzunehmen. Wir haben jetzt Mira kennengelernt und wir haben auch, bediene mich behelfsmäßig dieses Wir, das Publikum mit einnehmend. Wir haben auch verstanden, dass diese Mira mit diesem Milan, den wir jetzt kennengelernt haben, in einem sehr komplizierten Nahe-Verhältnis steckt. Und während Sie jetzt gelesen haben, Nora Bosong, habe ich mir gedacht, dieser Milan findet sich ja im Verhältnis, um es jetzt am Maß der Konvention zu nehmen, im Leben leichter zurecht als sie. Im Sinne von, er hat eine Frau, er hat ein Kind, er hat ein halbwegs geordnetes Leben, auch wenn er sich darin immer wieder mit einem gewissen Gran Unglück beschäftigen muss. Mira hat das nicht. Und sie will es offenbar auch nicht oder kann es nicht. Wären Sie einverstanden, wenn man sagte, dass in dieser Konfrontation, also Milan, dieses Gesicherte, sie das Prekäre, sich das spiegelt, was Sie politisch auch eng führen, nämlich eben diese gesicherte, dieses gesicherte Vereinte Nationen-Personal auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses ausgesetzte Personal, behelfsmäßig jetzt so bezeichnet, das Sie eng führen? Ja, ich, zumindest, was sich da spiegelt, ist ja die Frage von Brüchigkeit, von der Schutzzone, die titelgebend ist. Aber das, was Mira seit ihres Lebens immer wieder erfährt, ist, dass Schutzzonen, in denen sie glaubt, dass es Sicherheit geben müsste, sich als trügerisch erweisen. Und dass sowohl die Schutzzone der Vereinten Nationen versagen, wie auch die Schutzzone Familie versagt. Und dass es häufig Fassaden sind, die bei genauerer Prüfung nicht standhalten. Oder
Ohnmachtserfahrung von den Beteiligten. Also es sind, sie hat später einen heftigen Streit mit Milan, wo sie ihm genau das vorwirft, dass sie eigentlich nur einen Riss in seinen Stoff gebracht hat, der aber ohnehin schon porös war, rissig war. Und er das von sich weist und ihr eigentlich alle Schuld für die Risshaftigkeit gibt, was natürlich eine sehr einfache Art ist, aus dem Ganzen rauszukommen. Aber da spiegeln sich, oder nicht spiegeln, das wäre zu viel gesagt, aber da gehen durch alle möglichen Ebenen unseres Wunsches, ich glaube, zutiefst menschlicher Wunsch, Schutzzonen zu finden, Schutz zu finden, sowohl im kleinen Bereich, im Bereich der Hilflosigkeit von ihr als Kind, wie auch auf der großen politischen Bühne. Und diese Erfahrung, die sie immer wiederholt im Prinzip, gibt ihr aber auch diese Kraft, über dem Ganzen zu stehen. Das heißt, gar nicht mehr dieser Lüge, dass Schutzzonen immer halten, glauben zu müssen, sondern eben schon das voraussetzend, anders zu agieren und schon wissend, es kann auch schief gehen. Und das, was sie beispielsweise, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber was sie sowohl bei ihren Eltern, aber dann später auch bei Milans Eltern erlebt, ist, dass die Erwachsenen, die ja normalerweise diese Schutzaufgabe für Kinder übernehmen, dass die sich manchmal im Leben so überfordert fühlen, nicht aus Böswilligkeit unbedingt, aber aus einem nicht mehr können, dass sie die Schutzbeauftragte wird für diese Menschen. Und diese seltsame Verdrehung ist es, was sie auch wiederum sehr stark macht für ihre Arbeit bei den Vereinten Nationen. Wir kommen auf diese Schutzlosigkeit noch zu sprechen im Detail, aber weil Sie jetzt Schuld eingebracht haben, Sie haben gesagt, Milan versucht, Mira die gesamte Schuld für all das gemeinsam Erfahrene, Erlebte zuzuschieben. Überhaupt ist diese Idee und das Konzept der Schuld ein zentrales in diesem Roman. Wie schwer war es für Sie, auch diese Diffusheit dieser Schuld in Augenschein zu nehmen, weil was dieser Roman ja auch sehr deutlich macht, dass auch Schuld genauso wie Wahrheit ein sehr kompliziertes Konstrukt ist. Nichtsdestotrotz brauchen wir aber im Schreiben von Geschichte so etwas wie Schuld. Ja, das ist also genau diese großen Begriffe, die ich ins Spiel bringe. Das sind Wahrheit, Versöhnung, Frieden, Gerechtigkeit, also diese ganz, ganz großen Begriffe, das ist ja etwas, was immer wieder in dieser Konfliktarbeit vorkommt. Also die Wahrheitskommission heißt auch im gesamten Wahrheits- und Versöhnungskommission. Das heißt, mit großen Begriffen wird versucht, und ich glaube auch das ist sehr menschlich, Ordnung in etwas zu bringen, was wir nicht aushalten in ihrer Brachialität an Chaos, an auch Angst. Und die Frage nach Schuld ist sicherlich in diesem Bereich, also es geht primär um Burundi und Ruanda und inwiefern sich auch vielleicht Personen, die in dem Roman eine Rolle spielen, schuldig gemacht haben. Das ist, finde ich, eine Frage, die ich nicht letztgültig beantworten will. Ich glaube auch nicht, dass es die Aufgabe von Literatur ist, das letztgültig zu beantworten, sondern eher die Frage weiterzugeben und auch die Durchlässigkeit zu zeigen. Es gibt einen General, mit dem sich Mira trifft, der nun sehr offensichtlich eng verstrickt war mit den blutigen Konflikten, der aber nicht ganz so leicht zu greifen ist und der eine große Faszination auf sie ausübt, weil er sie sehr gut durchschaut und er immer wieder die Fragen zurückspielt und ihr eigentlich fragt, ja, wo stehen Sie eigentlich? Glauben Sie denn, dass Sie so weit davon weg sind? Glauben Sie, dass Sie auf der sicheren Seite stehen? Und wenn wir ganz, ganz konkret uns die Konflikte anschauen, also in Ruanda war es der Fall, dass die UN-Blauhelm-Soldaten vor Ort waren, das ist von Romeo Dallaire, der die Truppen beaufsichtigt hat, vehemente Nachrichten nach New York gab, dass man das Mandat erweitern müsste, dass er mehr Leute braucht. Und aus kleinen, auch zum Teil innenpolitischen Gründen, haben sich westliche Länder, die USA eingeschlossen, zurückgehalten. Es gibt sehr, also wenn man jetzt wirklich in die
Forschung reingehen. Es gibt, es ist sehr multikausal, es gibt sehr viele Teilaspekte, warum es so kam. Aber da ist natürlich die Frage nach Mitschuld, nach einem Genozid. Das ist, die UNO sind gegründet worden mit dem großen Auftrag, mit der großen Aufgabe, nie wieder das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und das, was in Ruanda passierte, war ein großer Genozid, der innerhalb von 100 Tagen 800.000 Menschen das Leben gekostet hat. Und dieses Versagen ist natürlich unglaublich, aber gleichzeitig ist es eben passiert. Also es gibt nicht die Möglichkeit, es nicht zu glauben. Und inwiefern man, oder mit den Worten von François Mitterrand gesagt, dans ces pays-là, un génocide, c'est pas très important. Also da ist so ein Genozid halt nicht so wichtig. Und das glaube ich, sagt in der ganzen Traurigkeit dieses Ausspruchs, in der ganzen Perfidie dieses Ausspruchs, auch viel darüber, wo die eigenen Grenzen gesteckt werden und wo man sich sozusagen noch verantwortlich fühlt und man sagt, naja, das ist so weit. Wer weiß denn, wo Ruanda liegt? Wer weiß, wo Burundi liegt? Wir haben in unserem Vorgespräch über die Relevanz von Institutionen gegenwärtig gesprochen und wie sehr diverseste Institutionen angefeindet werden aus unterschiedlichsten Gründen, zum Teil auch in dem Glauben, demokratiepolitisch wirksam zu sein, indem man Eliten in jedem Fall angreift, unabhängig davon, was sie vertreten. Inwiefern war denn vielleicht auch das ein Motor, sich so detailreich mit der UNO zu beschäftigen, als Sie das Bedürfnis auch hatten, vielleicht auch die Notwendigkeit und die dringliche Notwendigkeit von so einer Institution zum Beispiel zu verteidigen auch? Naja, sicherlich wesentlich. Genau das, was ich gerade sagte, der Grundgedanke der UNO ist der Gedanke, der doch so groß ist und so wichtig ist. Und das Scheitern der UNO hat dadurch natürlich eine unglaublich tragische Dimension. Und ich glaube, es geht darum, solche Institutionen, die ihre Fehler haben, und ich bin jetzt auch nicht die Erste, die darauf stößt, dass es bei der UNO manches auch schief geht, das zu kritisieren und das auch zu benennen. Gleichwohl ist die UNO eine Bühne, in der immer noch 193 Länder zusammenkommen. Diese Bühne und diese Möglichkeit, dass verfeindete Parteien wieder miteinander reden, ist etwas, was es heute, ich will nicht sagen mehr denn je, weil das war immer wichtig, aber was es natürlich zu verteidigen gibt. Und das Scheitern des Völkerbunds, also der Vorgängerinstitution, hat natürlich tragische Folgen gehabt. Und wir sehen gerade eine Zeit, in der Multilateralismus gerne von sehr mächtigen Politikern beiseite geschoben wird, wo man aus internationalen Abkommen einfach austritt, in denen sich alles auf bilaterale oder rein nationalistische Anliegen zurückziehen will oder vieles. Und ich glaube, dass Institutionen sind nicht besonders aufregend. Institutionen sind immer ein bisschen spröde und die großen Umstürze sind sozusagen, da ist Feuer dahinter. Aber die Institutionen sind das, was, glaube ich, Frieden so schwer ermöglicht ist, aber überhaupt noch als Option verhandelbar macht. Und wenn wir das aufgeben, dann möchte ich nicht sehen, was stattdessen kommt. Das wird, glaube ich, ziemlich gefährlich. Und dann, wie gesagt, bei den Vereinten Nationen kann man zum Beispiel im Sicherheitsrat kritisieren, es soll eine weltweite Organisation sein. Und es sind zufällig von 5 ständigen Mitgliedern 2 europäische Länder, dann noch die USA, China und Russland drin. Also ist das die Machtverteilung, die im Jahr 2019 noch hinlänglich ist, die irgendwie gerecht erscheint. Trotzdem zu kritisieren ist das eine und das zu hinterfragen, aber komplett das über einen Haufen zu werfen, würde, glaube ich, genau den Ländern, die jetzt schon benachteiligt sind, absolut nicht helfen, sondern dann wäre es ein gleichwohl größeres, der Stärkere gewinnt.
weil Sie dieses, die Faszination Miras bezogen auf diesen einen de facto sicher Kriegsverbrecher angesprochen haben. Das war für mich im Lesen des Romans einer der elementarsten Momente. Er fragt Sie in diesem Gespräch, warum sind Sie eigentlich hier? Und diese Frage, warum ist Mira eigentlich an Ort und Stelle, kann sie nicht beantworten, weil auch die Beweggründe ihre multifaktoral sind, nicht? Aber dennoch finde ich, dass sie deutlich machen, bei allen Widersprüchen, das, was diese Menschen, die für die UNO arbeiten, bei allen Widersprüchen, aber was sie vereint, ist der Glaube daran, dass es doch möglich ist, die Welt, so pathetisch es auch klingt, ein Stück weit besser zu machen. Ist das auch, Sie haben ja recherchiert für diesen Roman, Sie sind ja an die Orte, von denen Sie erzählen, gefahren. Ist das die Erfahrung, die Sie gemacht haben, auch in Kontakt mit diesen Akteuren? Das ist, ja, ich würde sagen, oder mit einer mittlerweile besseren Bekannten, vielleicht sogar Freundin, die für die UNO arbeitet, die sagt, es gibt häufig in der Laufbahn bei der UNO drei Etappen. Das erste ist der Idealismus, dann kommt der Pragmatismus und dann kommt der Zynismus. Es ist sehr, sehr schwierig, beim Idealismus zu bleiben. Und ich habe sehr viel mit jungen Mitarbeitern gesprochen, die noch in der Phase des Idealismus im Übergang zum Pragmatismus waren. Gegen Pragmatismus spricht ja auch nichts. Und nicht zu kippen in einen Zynismus ist unglaublich schwer. Und dieser Zynismus höhlt ja nicht nur die Aufgabe aus, sondern höhlt ja auch die Menschen selbst aus. Und ich bin mir sicher, aber das kann man, glaube ich, in jedem Beruf finden, gibt es Leute, die einfach nur Karriere machen wollen, die nur die Gehaltsabrechnung sehen. Aber da können wir wirklich überall hingehen. Das, was es definitiv gibt, ist, glaube ich, oder was ich zumindest eigentlich allen Figuren geben wollte, selbst ihrem Vorgesetzten Devin, der manchmal ein bisschen den Depp abgibt, der trägt so Krawatten, die aus den letzten, also vor 20 Jahren zum letzten Mal Mode waren, und so wie so ein Kolonialherr stapft er da durch Bujumbura. Das ist auch das alles sozusagen, die Krawatten weniger, aber dieses Verhalten ist natürlich auch zu kritisieren. Aber auch der sagt an einer Stelle, naja, wissen Sie, ich weiß ja, dass Sie meine Krawatten albern finden. Aber manchmal ist es auch angebracht, dass ich die trage, weil wenn ich da nur leger hingehe, dann zeige ich denen, dass ich eigentlich keinen Respekt habe. Und ich versuche mein Möglichstes. Und ich glaube, das ist es. Also auch das Scheitern dieser Figuren auch in ihrem Alltag, auch an Kleinigkeiten, das ist nichts, was die so mit so einem Achselzucken wegstecken, sondern es ist etwas, was sie begleitet und was ein alltäglicher Kampf ist in ihnen. Weil Sie jetzt gesagt haben, er schreitet eben diese eine Figur wie ein Kolonialherr oder taucht wie ein Kolonialherr auf. Ein Themenstrang in diesem Roman ist ja auch die Kritik sozusagen an dem, was die UNO macht, aus antikolonialistischer Perspektive. Nicht so sehr simpel gesagt die Vorstellung, wohin kommen wir denn, wer sind wir denn, dass wir zum Beispiel Menschen in Ruanda, in Burundi erzählen, wie die Welt besser zu organisieren wäre. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu diesem Vorwurf auch des kolonialistischen Denkens in diesem Kontext? Also ich glaube, die Frage ist absolut wichtig, erstmal zu stellen, aber ich würde sagen, dass es also die UNO oder innerhalb der UNO ist man ja auf beiden Augen blind. Es ist ja nicht, dass diese Diskurse komplett an der Institution vorbeigehen, und es ändert sich ja auch viel. Es ist jetzt nicht mehr so, oder überhaupt, wenn man sich die Generalsekretäre anschaut, jetzt haben wir einen Portugiesen, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles nur weiße Europäer waren, und auch die Verschiebung hin zu Ortskräften, also was passiert da? Gleichzeitig ist natürlich die Frage, inwieweit ist das eine Form vielleicht nicht des Neokolonialismus, aber zumindest der Neomissionierung, und Missionierung und Kolonialismus gingen immer nah beieinander. Und ich glaube, das kann man nicht eindeutig beantworten. Manchmal finde ich den Vorwurf gerechtfertigt, dass man sagt, okay, hier schreibt man Leuten was vor, die wirklich nicht darum gebeten haben, jetzt belehrt zu werden. Umgekehrt gibt es aber auch genügend Länder und Regime, die sich dann, was Menschenrechte angeht, zurücknehmen und sagen, ja, ihr mit eurem westlichen Imperialismus,
denen es eigentlich nur darum geht, dass es ihnen nicht scheißegal ist, wie es ihrer Bevölkerung geht, für die sie sich nicht sonderlich bemühen. Das heißt, da sollte man, glaube ich, auch nicht sofort einknicken und sagen, okay, dann ziehen wir uns zurück, tut uns leid, macht ihr mal, das ist bestimmt richtig. Also ich glaube, es geht um ein fortwährendes Aushandeln. Und bei dem Aushandeln ist man, glaube ich, selten ganz hier oder ganz da richtig, sondern meistens irgendwo in der Mitte, wo man diese Aspekte bedenkt. Aber sie im Gespräch genau die den Grad findet, in dem ein Miteinander möglich ist und in dem die ganze Problematik von Hilfe sinnvoll ist. Ein anderes Beispiel ist, als ich in Kenia war, mit einer Schriftstellerkollegin gesprochen, und Nairobi ist eine der großen UNO-Städte, wie ja auch Wien. Und sie sagte, sie hat wirklich überhaupt keine Lust mehr auf diese ganze Institution. Das ist ein aufgeblähter Apparat, und ich glaube, dass in der Region einfach auch dieses untätig bleiben oder zumindest sehr zurückgenommen tätig werden in Ruanda nach wie vor einfach diese Institution so zeichnet, und ja auch zu Recht. Ich meine, das war ein großes Versagen. Und sie sagte, naja, in dem Moment, in dem wir die UNO rufen, kommt sie nicht. Aber wenn keiner was von denen will, dann sind sie da und dann machen sie irgendwie Sachen. Ein anderer Fall in Kenia war Internationaler Strafgerichtshof, der nicht direkt mit der UNO zu tun hat, aber indirekt. Und der damalige Präsident kam nach Den Haag und wurde angeklagt und hat da aber sehr wenn es mein Terminkalender zulässt, dann komme ich da mal zu einer Anhörung. Und am Ende wurde er aus Mangel an belastbaren Beweisen nicht freigesprochen, aber das Verfahren eingestellt. Und sie sagte, naja, hätte man das gar nicht angefangen, würde er schlechter dastehen als jetzt. Jetzt geht er eigentlich sozusagen mit einer weißen Weste raus. Das sind alles erhebliche Probleme. Gleichzeitig auch beim Internationalen Strafgerichtshof würde ich sagen, ja, aber wenn es ihn nicht gäbe, könnten diese Fehler, es wäre immer gut, wenn die Fehler nicht gemacht würden, aber manchmal werden Fehler gemacht und sind eine Chance, es zu verbessern. Und wenn es diese Institution gar nicht gäbe, diese Idee, dass man wirklich internationale Justiz installiert in einem dauernden Strafgerichtshof, das ist erstmal eine wahnsinnig gute Idee. Wir hören noch ein Stück aus dem Roman und dann machen wir die Abschlussrunde. Genau. Hier vorweggenommen, es kommt jetzt ein Kollege, der zufällig Österreicher ist, nicht ganz so gut weg, aber mir wurde gesagt, das sei in Ordnung. Wir haben zugestimmt. Wir wurden gefragt. Bujumbura, Januar 2012. Wann die Schüsse losgingen, kann ich nicht mehr sagen. Oder vielmehr kann ich so wenig wie der andere, der an dem Abend im Raum war, sagen, wann wir begannen, die Geräusche von draußen für Schüsse zu halten. Mein Sitznachbar redete über das Wetter. In den ganzen 2 Jahren, die er nun schon hier sei, habe er nicht begriffen, woran man die Jahreszeiten erkennen solle. Ob am Abnehmen des Staubs, der Hitze und Abgase, sagte mir dieser etwas ledrige Kollege, neben dem ich durch welche Abgründe des Protokolls auch immer platziert worden war. Antoine saß mir schräg gegenüber, ich versuchte, seinen Blick zu fangen, aber er wich mir aus, wohl noch wegen des Streits, den wir auf dem Hinweg gehabt hatten. Und mein Sitznachbar hielt nicht inne mit seinem Vortrag, so nah am Äquator ließen sich die Jahreszeiten bloß in einen einzigen trägen Sommer einteilen. Nicht wahr? Fragte er. Ohne Monate, ohne Wochen, nur die Tageszeiten geben etwas vor, das entfernt an Struktur erinnere. Die Lethargie der Angestellten sei ja immer dieselbe. Daran könne man es nicht ablesen. Auch von der betäubten Betriebsamkeit der Bäuerin, die ihr winziges Feld auf Gedeih und Verderb beackerten. Ein Huhn flattert über die neu gegossene Asphaltstraße, ein Kind taucht am Rand auf, eine Ziege springt vor eines der heranrasenden Autos. Finden Sie, fragte mich der Kollege, dass man Weihnachten überhaupt die Adventszeit in diesem Land erkennen kann? Dabei behauptet es sich also christlich. Im Club du Lac haben Sie einen Weihnachtsmann an die Brüstung beim Pool gehängt, sagte ich. Ein Heliumballon. Die Folie ist zerknautscht, er hat nach ein paar Tagen Grimassen gezogen. Immerhin, rief er und rollte eine Scheibe seines Carpaccios um die Gabel.
Er wolle ja nicht über die Lethargie der Menschen klagen. Nicht der Menschen im Allgemeinen, aber doch der Menschen in diesem Land und hier sehr wohl ins Allgemeine gewendet. Die Angestellten, die zu fünft nahe dem Restauranttresen darauf warteten, dass nichts geschehe. Und wenn doch ein Gast einen frisch gepressten Saft forderte, so gingen sie mit einer Schwerfälligkeit und Geduld ans Werk, als müssten sie die Welt und alles in ihr zuvor noch selbst erschaffen. Die Bäuerin, die die Früchte anbaut, ihren Mann, der antriebslos zu Hause bleibt, die Jugendlichen der Hauptstadt, die Präsidentenriege, die im nicht versiegenden Strom des fehlgeleiteten Geldes treibt. Und dann erst stellten die fünf Angestellten fest, dass die Bäuerin gar kein Obst anbaut. Dass es heute keinen Fruchtsaft gibt, aber eine Fanta kann man anbieten. Und vielleicht, sagte mein Kollege, ist die einzige Ausnahme der Toyota-Händler die einzige Ausnahme im ganzen Land. Ich betrachtete seine gebräunten, kräftigen Unterarme, die in einer blassgrünen Mischung aus Abenteuerkleidung und Jackett steckten. Überhaupt schien er eine absurde Kreuzung zu sein aus Indiana Jones, der durch Flüsse voller Blutegel und Piranhas wartete, und einem in einer europäischen Verwaltung zusammen mit den Zimmerpflanzen verstaubenden Erbsenzähler. Aber vielleicht war diese Kreuzung so absurd nicht. Es gab nicht wenige, die ihre eigene Sparsamkeit mit einer wilden Romantik zur Natur verbanden. Und mein Sitznachbar beugte sich zu mir herüber. Es sei ja nicht so, dass er dieses Land grundsätzlich nicht möge. Er habe doch etwas übrig für die Leute hier. Auch deshalb habe er eine Kuh gekauft. Eine Kuh, fragte ich. Eine Kuh, bekräftigte er, und nun sah ich zum ersten Mal in seinem Gesicht etwas aufleuchten, das entfernt an Leidenschaft erinnerte. Und während er von der Milchkuh berichtete, die nun auf einem Hügel im Hinterland Burundi stand und, wie er schätzte, dort ein ganzes Dorf, eine Colline, mindestens aber einige Familien mit Milch versorge, wirkte er, als würde ihm mit jedem Wort wärmer ums Herz. Als rühre ihn seine eigene, so wohlüberlegte Menschlichkeit beinahe zu Tränen. Die komplexen Entwicklungsprogramme sind zu schwerfällig. Sie blockieren sich ständig selbst und wenn doch einmal Geld fließt, fließt es nur in die Taschen der Eliten. Ihre Mitglieder kann man in diesem Land in zwei Händen abzählen und die Idee des Mikrokredits hat sich ja auch nicht als so hoffnungsvoll erwiesen. Der Kellner kam an unseren Tisch, brachte den zweiten Gang, Fisch aus dem Tanganyika-See. Vom Ende der Tafel hörte ich, wie der Ehrengast sich die Investitionsmöglichkeiten in diesem Land erklären ließ. Und mein Nachbar sprach noch immer von den nun von Milcheiweiß strotzenden Kindergesichtern und verriet mir den Namen der Kuh, Elsa, was in dem Dorf zu großer Belustigung geführt habe, wenn nicht zu reiner Glückseligkeit. Wenn Ihnen nach Weihnachten zumute ist, unterbrach ich ihn, denken Sie an die Kuh. Er nickte ernst, während er den Fisch zerteilte. Ja, sehen Sie, manchmal kann ein Einziger so viel mehr bewegen als all unsere großen Institutionen zusammen. Die Europäische Union, die Weltgemeinschaft. Wenn irgendetwas in diesem Land gebraucht wird, setzen sie sich zusammen und versuchen in unzähligen Gremien eine Einigkeit zu erzielen, aber am Ende weiß niemand mehr, um welches Land es überhaupt geht. Und wer interessiert sich schon für den drittärmsten Staat der Welt? Es gibt hier nichts. Kein Koltan, kein Elfenbein, nicht mal Giraffen, rief er. Und deshalb kommen die Medikamente erst nach den Epidemien an, die Nahrungspakete erst nach der Hungersnot und die Truppen erst nach dem Genozid. Dafür dann in ausreichender Menge. Aber eine Kuh, sagte er, ist immerhin eine Kuh. Der Botschafter schlug mit seinem Löffel ans Glas. Wir erhoben uns. Ich rückte ein wenig von meinem Sitznachbarn ab und es war die Qualität der Trauben, auf die der Botschafter in seiner Rede als erstes zu sprechen kam. Antoine nickte mir zu, wieder versöhnlich, wie ich seinen Blick hineinzulesen meinte, obwohl ich ihm vor einer Stunde noch seine Art vorgeworfen hatte, wie er mit meinem Gärtner sprach. Jean hatte wieder einmal stoisch mit dem Kescher am Rand gestanden und die wenigen Blätter, die in der Nacht gefallen waren, aus der bräunlichen Pfütze am Boden herausgefischt. Den Riss, der sich quer über die Längswand zog, fast zärtlich mit dem Netz umrundend. Es ist eine arrogante Art, Menschen herumzukommandieren, die einen Bruchteil deines Gehalts verdienen, hatte ich Antoine vorgehalten, die kein Auto, kein Haus mit 4 Zimmern, kein großes Ansehen haben, sondern dir zur Verfügung stehen. Wenn du mit dem Wagen auf das geschlossene Tor zurollst und sie hören das Geräusch deines Motors aus den 10 anderen Wagen heraus, die durch diese Straße fahren, sie sind schon beim Tor, ehe du gehupt hast, aber das siehst du nicht. Siehst du das denn, hatte Antoine mich angeblafft, während ich an einem Schlagloch vorbeilenkte. Siehst du denn wirklich immer alles? Entschuldige, ich habe diesen Kontinent nicht erfunden. Ich auch nicht.
Aber du denkst, dass wir Burunder in ewiger Solidarität aneinander gekettet sind. Es geht nicht in deinen Kopf, dass wir auch herablassend sein können. Ja, einige von uns sind das. Und dein Monsieur Jean macht mich wahnsinnig, wie er da steht und seit Monaten diesen verdammten Pool nicht repariert. Du hast ihn auch nicht repariert. Ich bin auch nicht dein Angestellter. Und du glaubst, dass jemand wie ich nicht arrogant sein darf, dass es nur euch Europäern zusteht. Es steht den Arschlöchern zu. Dann lass mich ab und zu ein Arschloch sein, hatte Antoine gesagt. Und ich hatte die Lippen zusammengepresst, daran gedacht, dass wir gleich zusammen auf einem Empfang stehen mussten in der Botschaftsresidenz, einem Steinklotz hinter Mauern mit funktionierendem Pool. Ich hatte den Wagen unter einer Palme geparkt. Und schon als ich im Flur den grauen Epson-Drucker gesehen hatte, während mir Gunnars Frau von einer Milchkuh erzählte, die jemand auf einem Hügel, oder war es ein Dorf, gekauft hatte, fühlte ich mich wieder in Deutschland. So, als existiere das Land nicht, in dessen Hitze ich noch immer stand. Gunnar hatte mir auf die Schulter getippt. Du weißt auch nicht, wie wir den Wein jetzt so schnell kalt bekommen. Den Rhein-Mosel-Wein, wie er mir noch erklärte, und die Kiste war rechtzeitig eingetroffen. Denn wenn auch wenig in diesem Land funktionierte, so funktionierte doch diese kleine Filiale deutschen Postwesens. Und die Kisten mit Riesling standen nun in der Spülküche, um den Ehrengast, der, wie der Wein aus dem Rhein-Mosel-Gebiet kam, willkommen zu heißen. Aber kühl waren die Flaschen nicht. In Deutschland war der Weißwein immer kühl, sagte Gunnar. In Deutschland, bemerkte ich, ist alles kühl. Man darf klatschen. Norbosong, es gibt unterschiedlichste Aspekte natürlich, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber einer, der auch in dieser Szene, finde ich, subkutan vorhanden ist, dieser Roman ist durchzogen mit einer großen Melancholie. Ist die im Zuge der Beschäftigung mit dieser Thematik entstanden, auch für diesen Text? Sie ist zumindest sehr zum Tragen gekommen und also ich, letztes, habe ich letztes Jahr fertig geschrieben? Ja, wahrscheinlich, genau, sie ist ja rausgekommen, es ist halt schon so lange her. Ich war von einer unglaublichen Müdigkeit ständig wie erschlagen. Ich musste ständig Mittagsschläfe machen, was normalerweise nicht so mein Tagesrhythmus ist. Und irgendwann las ich bei Carla Del Ponte, der Chefanklägerin beim Jugoslawien-Tribunal und beim Ruanda-Tribunal, wie sie es eigentlich erlebt hat, das alles immer und immer wieder und noch eine Zeugenaussage und noch eine Zeugenaussage zu lesen. Und mir wurde plötzlich gar nicht, also es ist ja kein Wunder, dass ich nicht frohgemut durch Berlin gerade laufe und den ganzen Tag bester Laune und größter Energie bin, wenn ich mich die ganze Zeit mit Ruanda und mit Burundi beschäftige und mit dem, was 93, 94 da passiert ist. Und ich glaube, Melancholie ist, finde ich, für mich der beste Ton, weil die Alternative ist eben auf der einen Seite Zynismus, auf der anderen Seite eine Verbitterung oder ein Schulterzucken. Und Melancholie ist zumindest noch eine Form der lebendigen Trauer. Und ich glaube, das ist eigentlich das, worum es in dem Roman auch immer wieder geht. Die Trauer, die die Menschen erleben und die aufgrund dessen, was sie erlebt haben, da ist, wieder lebendig zu machen und sie eben davor zu bewahren, dass sie innerlich verhärten und dass eine Trauer umkippt in etwas Betoniertes, etwas Verbittertes. Wobei ich jetzt gerade in Wien Trauer und Melancholie, Freud würde mir widersprechen und sagen, nein, nein, das stimmt ja überhaupt nicht, was Sie jetzt gerade über die Melancholie gesagt haben. Das ist ja genau schon sozusagen die nicht mehr bearbeitete Trauer oder nicht die abgeschlossene Trauer. Aber gut, verzeihen Sie mir dies. Für mich ist Melancholie... Freud ist tot. Also. Und für mich ist zumindest in dieser Aneinanderreihung, es gibt jenseits des melancholischen Tons wirklich den verbitterten Ton. Und das wäre der glaube ich, naheliegend wäre, wenn man sich das anschaut, was passiert ist in der Welt. Und genau das ist, glaube ich, ein Ton, der nicht mehr handlungsfähig macht, der einen eine andere Form der Ohnmacht bringt.
dass ich habe das jetzt so salopp gesagt, nicht Freude ist tot, aber es geht, die Frage war auch dahin gerichtet, es geht ja nicht um diese psychoanalytische Dimension dieser Melancholie, sondern dass hier tatsächlich literarisch Melancholie auch in gewisser Weise hergestellt wird, beziehungsweise diese Melancholie, diesen, so wie Sie das jetzt ausgeführt haben, diesen Ton maßgeblich bestimmt, auch wenn es absurde zum Teil und auch durchaus witzige Szenen in diesem Roman gibt, die aus dieser Absurdität und aus dem Zusammenführen nicht zu vereinender Momente der Gegenwart entstehen oder entsteht. Ein Titel ist Versöhnung. Wir haben das Frieden, Sie haben das vorher aufgezählt, nicht Gerechtigkeit. Ein Moment ist auch Versöhnung. Und die Frage wäre, wir neigen uns allmählich dem Ende zu, ist literarisches Tun jetzt in diesem Fall, in diesem Roman auch zu so etwas wie Versöhnen angetan oder ist das zu weit schon? Ja, Versöhnung ist, ich glaube, bei Versöhnung geht es erst einmal, der erste Schritt ist, die Seiten anzuerkennen, also auch die, gerade die Seite, die gelitten hat. Und das ist natürlich etwas, wo Literatur etwas zur Sprache bringen kann. Etwas, was vielleicht sehr vergessen worden ist oder was gar nicht wirklich im Bewusstsein war, aufzuzeigen und wieder ja, einfach darzustellen oder überhaupt aus der Vergessenheit hervorzuholen. Versöhnung ist etwas sehr, sehr Schwieriges, vor allen Dingen, wenn man dann in den Bereich der internationalen Zusammenarbeit und der Friedensforschung, Friedensstiftung geht. Denn in dem Moment ist Versöhnung quasi so ein Staatsappell oder es ist ein Auftrag. Und das kann man eigentlich nicht verlangen. Menschen, die in Ruanda oder Burundi überlebt haben auf der Seite der Opfer und etwas erlebt haben, was ich hoffe, über das hinausgeht, was alle in diesem Raum erleben mussten, die wirklich schreckliche Dinge erlebt haben, von ihnen zu erwarten, sich zu versöhnen, weil es anders nicht weitergeht in diesem Land, ist eine Anmaßung und eine deutliche Überforderung natürlich. Gleichwohl ist das Persönliche, die persönliche Geste des Versöhnen etwas, was, glaube ich, gerade die Person, die dazu in der Lage ist, sehr erleichtern kann. Aber wie, noch einmal, das ist ein absolut persönlicher Schritt. Und Jacques Derrida hat mal einen sehr, sehr schönen Essay genau über diese Fragestellung geschrieben. Und er sagt, es geht sowieso bei dieser ganzen Sache nur um etwas, was eigentlich unentschuldbar ist, weil entschuldbare Dinge, darüber müssen wir nicht großartig reden, es geht um das Unentschuldbare. Und wir müssen aber auch damit klarkommen, dass jemand sagt, nein, noch nicht. Und dieses noch dürfen wir auch nicht begrenzen mit ja noch nicht, was heißt das jetzt in 2 Jahren, kann ich dann nochmal nachfragen, sondern nein, vielleicht braucht es eine Generation, vielleicht braucht es 2 Generationen, vielleicht braucht es sehr viel länger. Und ich glaube, das sind natürlich Fragen, die ja nicht nur in Ruanda und Burundi eine Rolle spielen, sondern eben genau auch in Mitteleuropa eine Rolle gespielt haben und wo wir, glaube ich, gut genug wissen, dass Versöhnung nicht erwartet werden darf und dass sie erwünscht werden darf, aber dass manchmal Traumata über Generationen weitergegeben werden und dass wir nicht einen Abwasch machen können und sagen können, so jetzt die nächste Generation ist da, alles ist gut. Ich finde, das ist jetzt so ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Nora Bosong, für Ihre Auskunftswilligkeit, für den Roman. Kaufen Sie und lesen Sie diesen Roman. Es lohnt sich wirklich, es ist lehrreich. Es ist absurd, aber es ist auch unterhaltsam. Sicher eines der wichtigsten Bücher, die in den letzten Monaten erschienen ist und ein Text, der sicher bleiben wird. Ihnen danke fürs Zuhören, für die Geduld und einen schönen Abend noch.